Rin, rin. Meine Autos sind so schnell. Hui. Ganz schön schwer. Schoss, schau mal. Ich hab Spielzeug gebracht. Ich möchte mit dir mit meiner Knete spielen. Mit Knete? Nein, das ist was für Mädchen. Ich spiele lieber mit meinen Autos. Nein, Schoss. Jungs können auch mit Knete spielen. Nicht nur Mädchen. Ach, Quatsch. Jungs spielen mit Autos. Nein, auch mit Knete. Ganz sicher nicht. Doch. Hallo, Schorsch. Hallo, Peppa. Warum streitet ihr euch denn? Schorsch möchte nicht mit mir spielen. Ich habe Knete gebracht und möchte mit ihm was Tolles machen. Ich möchte nicht mit Knete spielen, sondern mit meinen Autos. Oh, ich habe eine Idee, Schorsch. Lasst uns doch versuchen, aus Knete ein Auto zu machen. Au ja! Peppa, du hast ja ganz schön viel Spielzeug für Knete dabei. Aber wo ist denn die Knete? Ich hol sie schnell. Nicole, in dieser Schachtel ist meine Knete. Wow, Peppa, du hast aber viele Knete. Und mit welcher Farbe sollen wir das Auto machen? Ich mag die Farbe lila. Mein Auto soll lila werden. Na, dann lasst uns loslegen. Schaut mal, mein Auto nimmt langsam Form an. Ich kann ja die Reifen machen. Und aus weißer Knete können wir die Radkappen machen. Dankeschön, Schorsch. Gut gemacht. Und jetzt können wir die Räder an ihren Platz setzen. Und damit die Räder nicht runterfallen, befestigen wir sie mit einem Zahnstocher. Ich finde, das Auto sieht jetzt schon ganz toll aus. Schorsch, Peppa, fehlt denn noch etwas? Das Auto braucht noch Fensterscheiben. Und Scheinwerfer. Nicole, die Fensterscheiben können wir mit dieser Farbe machen. Und ich habe für die Scheinwerfer rote und gelbe Knete gebracht. Unser Auto ist fertig. Und, gefällt es euch? Wow, das Auto ist super geworden. Brrn, 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 brrn.
Siehst du, Schorsch, es macht Spaß, mit Knete zu spielen. Kinder, was macht ihr denn zu Hause alles so aus Knete? Schreibt's mir in die Kommentare. Tschüss, bis bald. Schorsch, ich habe unsere Spielsachen aufgebaut. Los, bring den Wagen. Ich komme, Peppa. Schau mal, Schorsch, hier haben wir Milch, Brot und Brokkoli. Los, lass sie uns aufladen. Der Wagen fährt jetzt auf den Markt. Hallo Peppa, hallo Schorsch. Oh, spielt ihr mit Lego? Ja, Nicole, wir lieben es, mit Lego zu spielen. Wirklich? Na, dann wird euch meine Überraschung gefallen. Wow, schau mal, Peppa, hier hat's noch mehr Lego-Spielzeug. Nicole, los, lass es uns auspacken. Schaut mal, das ist ein Kindergarten. Den bauen wir jetzt zusammen auf. Oh, schau mal, Schorsch. Das ist die Türe des Kindergartens. Schaut mal, jetzt müssen wir einen runden Turm bauen. Wollt ihr den Turm bauen? Ja, ja, das wollen wir, ja! Rot! Orange! Gelb! Obendrauf kommt ein blauer Legostein. Und weiter geht's. Hier haben wir einen Schrank. Der kommt hier hin. Und das sind zwei Schubladen. Eins und zwei. Hier ist das Dach. Das Dach ist fertig. Jetzt sind die anderen Teile an der Reihe. Und jetzt ist die Toilette an der Reihe. Wir bringen den Tisch. Und hier sind die Stühle dazu. Eins, zwei und die drei. Schaut mal, hier haben wir die Buchstaben A, B und C. Unser Kindergarten ist fertig. Die Kinder können kommen. Juhu, ich darf in den Kindergarten gehen. Da bin ich. Oh, schaut mal, da kommt ja auch die Kindergärtnerin.
Guten Morgen, Kinder. Dankeschön, Nicole. Dieser Kindergarten ist toll geworden. Als ich klein war, bin ich immer sehr gern in den Kindergarten gegangen. Geht's euch genauso? Schreibt's mir in die Kommentare. Tschüss. Beeil dich! Hallo Peppa, hallo Schorsch. Spielt ihr was Schönes? Ja, Nicole, wir parken die Autos in den Garagen. Mal sehen, wie viele Autos ihr schon geparkt habt. Das rote Auto ist 1, das orangefarbene Auto 2. Und warum sind diese Garagen leer? Oh-oh. Ich bin hier. Oh, es sind noch 2 neue Autos dazugekommen. Das Auto mit der Nummer 3 ist gelb und das Auto mit der Nummer 4 ist hellgrün. Die Autos liefern sich ein Rennen. Mal sehen, wer als erstes in die Garage kommt. Die Autos sind gleichzeitig in die Garagen gefahren. Das Auto mit der Nummer 5 in die grüne Garage und das Auto mit der Nummer 6 in die blaue Garage. Los, lass uns das Auto mit der Nummer 7 suchen. Prima! Das Auto mit der Nummer 7 drauf ist in die lilafarbene Garage gefahren. Lasst uns die Autos nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Tschüss! Papa, ich bin so aufgeregt. Ja, wirklich? Warum denn, Schorsch? Na, weil morgen der erste Tag im Kindergarten ist. Schorsch, ich glaube, dann ist es jetzt Zeit, die Zahlen zu lernen. Die Zahlen? Au, das wäre toll, Papa. Alles klar, Schorsch. Hier ist unser neues Spielzeug. Ui, ui, wow, das ist ein Zug, ein kunterbunter Zug. Schorsch,
Schorsch, jetzt müssen wir zuerst die Waggons aneinander hängen. Ja, prima. Und noch einer. Das ist ja leicht. Schorsch, und jetzt ist die Lokomotive an der Reihe. Papa gut, Schorsch, jetzt kommen die Zahlen auf die Waggons. Aber in richtiger Reihenfolge. Ich weiß, dass die erste Zahl die 1 ist. Also, wo ist sie denn? Ha! Hier ist sie. Richtig, Schorsch. Das ist die 1. Papa, die anderen Zahlen kenne ich nicht. Jetzt musst du weitermachen. Also, nach der 1 kommt die 2 und dann die 3. 1, 2, 3. Der erste Waggon ist fertig. Jetzt muss noch das Dach drauf. Als nächstes kommt die 4. Dann die 5. Und jetzt die 6. 4, 5, 6. Und hier ist das Dach. Miau. Und jetzt kommt der letzte Waggon. Die 7. Die 8. Und die 9. 7, 8, 9. Und das Dach muss noch drauf. Papa, hier ist noch was. Was ist das? Du hast recht, Schorsch. Eine Zahl ist noch übrig. Das ist die 0. Schau mal, Schorsch. Wenn wir vor die 0 eine 1 stellen, dann haben wir die Zahl 10. Los, lasst uns zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Danke für eure Hilfe. Tschüss. Dankeschön, Papa. Jetzt kann ich die Zahlen und ich bin bereit für die Vorschule.